Ja, angefangen hat alles mal mit dem Nissan Leaf-Antrieb hier drin. Mittlerweile ist es soweit, dass wir einen Tesla-Antrieb hier reinbauen. Ja, moin moin meine Elektromobilfreunde. Heute geht es mal um den klassischen Mini. Genau, ich möchte einmal so das Projekt so ein bisschen oder das Auto mal ein bisschen vorstellen, damit ihr mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was da so geht und was wir da so machen wollen und so weiter. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal vorne an. Also generell ist es ein Rover Mini von 86. Die sind alle relativ ähnlich, die Minis. Unterscheiden sich, ich glaube, es geht von MK1 bis MK5. Ich bin kein riesen Mini-Experte, sorry dafür. Aber genau, das hier müsste so MK3 sein, meiner Meinung nach. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, falls ich mich hier vertue. genau, fangen wir einfach vorne an. Frontrahmen fehlt, der wird von uns neu konstruiert für den Tesla Motor. Das kommt aber im nächsten Video, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Wir sind jetzt hier gerade in Hannover, wo wir im Prinzip die Elektrik größtenteils machen. Vorne sieht man einmal die elektrische Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker. Ansonsten ist da jetzt aktuell nicht allzu viel zu sehen. Hier oben könnte man noch einen Charger hinbauen. Wir haben hier schon die HV-Kabel, die von hinten für den Motor. Die sind schon verlegt. Die kommen unten im Mitteltunnel, sind die durchverlegt. Das ist noch vom Nissan Leaf übernommen. Genau, gehen wir einfach mal in den Innenraum. Das meiste ist natürlich jetzt rausgerissen. Was ganz interessant ist, dass wir unseren Touch-Encoder wieder genommen haben. Und man kann dann da unten das Fahrzeug bedienen und sich alle Informationen anzeigen lassen. Hier hinten wird unser Steuergerät sein. Das ist jetzt für mich jetzt extrem wichtig, dass ich da mal schnell drankomme, wenn ich eine neue Software ausspielen möchte etc. Deswegen ist es da untergebracht. Generell ist es halt immer wichtig, dass man im Prinzip keine Unterschiede zum Original sieht oder so wenig wie möglich. Na klar sieht man den Touch-Encoder, aber ich finde, das sollte immer alles möglichst schön in den Innenraum integriert sein. Genau, das lässt sich beim Mini ganz gut realisieren. Es gibt natürlich 15 verschiedene gefühlt oder 500 verschiedene Dashboards und so weiter. Hier wird so eine gerade Platte reinkommen. Weiß ich nicht welches, ich glaube, das müsste auch passen zum MK3. Und nachher sieht man halt gar nichts mehr. Ne? Hinten wird die Sitzbank genau normal drin sein. Das Einzige, was man halt sieht, eventuell, wir hatten da mal so eine Makrolon rübergekantet, damit man das sieht. Dem ersten Step hatte ich hier nämlich, oder hatten wir Nissan Leaf-Module eingebaut. Die auf drei Teile verteilt waren, also einmal unter Rücksitzbank, rechts, links und hinten. Die Wanne ist hinten auch noch drin. Können wir mal einmal da hingehen. Genau, das sieht jetzt gerade ein bisschen wild aus. Die Wanne ist auch noch das, was wir als allererstes mal gebaut haben. Nicht besonders schön und wird auch nachher, wenn das Fahrzeug mal als Kit angeboten wird, natürlich nicht so bleiben. Für uns aber jetzt erstmal in dem Falle ausreichend. Hier rein kommen dann die Schütze, das BMS, das DC-DC-Wandler. Generell ist am Auto kaum was verändert. Wir haben hier hinten halt nur einmal diesen Ausschnitt reingemacht, weil wir einfach nicht genug Platz haben beim Mini. Ne? Das geht halt nicht anders. Hier kommen halt die ganzen HV-Sachen mit rein und hier drüber kommen dann die Batterien. Genau, die Batteriemodule können wir uns hier einmal auf der Palette angucken. Die hatten wir nämlich so konfektioniert. Das sind in diesem Fall Golf GTE-Module. Hier passen aber auch unsere anderen Module drauf von Kalb, wo man ein bisschen mehr Kapazität hat. Es geht aber erstmal nur darum, dass das Fahrzeug für uns fährt. Interessant ist dabei, das ist jetzt schwierig zu erkennen, dass wir hier drunter unsere Cooling Plates haben. Die werden also wassergekühlt, wenn notwendig. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie viel Leistung man fahren möchte. Also generell kommt dann eine Tesla-Unit rein, eine kleine Smart Drive-Unit. Die gucken wir uns auch gleich noch an. Mit 300 PS und 330 Newtonmeter. Ob man das auf die Straße kriegt, ist die andere Frage. Ob man auch Batterien einbaut, die Leistung auch liefern können, ist die nächste. Aber potenziell geht das. Das Problem beim Mini ist nämlich, dass wir im Prinzip einen kleinen Reifendurchmesser haben. Und wenn wir jetzt den Nissan Leaf-Antrieb nahmen, konnten wir eine Höchstgeschwindigkeit von knapp über 100 km/h erreichen. Aufgrund des geringeren Durchmessers als beim Nissan Leaf. Weil wir natürlich immer einen Direktantrieb nehmen. Wir nehmen nicht das Original Mini-Getriebe oder sonst irgendwas. Das macht keinen Sinn. Das geht kaputt. Und das ist da der Hintergrund gewesen, warum wir jetzt auf Tesla umgestiegen sind, weil die natürlich höhere Endgeschwindigkeiten haben. Und dann kommen wir auch da in den Bereich, wo wir hinwollen. Ja, dann lass uns mal zurückgehen zum Auto. Also im Endeffekt geht relativ viel vom Kofferraum verloren gehen. Das geht halt leider nicht anders.
Also hier kommen dann zwei Schichten von diesen Modulen hin, einmal hier und noch eine oben drüber. Und dann kommt hier ein Blech drüber, dass das dann verkleidet, damit das auch TÜV-konform ist. Genau. Was noch interessant ist, hier noch die Ladebuchse. Ist angepasst an den Tankstutz, an den Original. Hier kommt jetzt nochmal so eine Chrombinde drüber. Dann sieht man, der Helmet-Effekt noch nicht mal, dass das ein Elektrofahrzeug ist. Sollte dann ganz schön sein. Ach so, wir wollten uns noch den Motor angucken. Genau, sorry. Dann lass uns mal einmal hochgehen. So, das ist der Mini-Motor, beziehungsweise ein Tesla-Motor eigentlich. 220 kW, 330 Newtonmeter. Ist eine Front-Drive-Unit aus dem Model S. Er ist eine Asynchronmaschine. Ist typisch klassisch, wie Tesla das baut, aufgebaut. Wir haben hier auf der linken Seite den Motor, hier den Inverter. Wir haben hier dann ein Übersetzungsgetriebe drin und hier das Differential. Das wurde von uns alles ein bisschen modifiziert, ihr äußert, damit es auch in den Mini reinpasst. Ja, sonst eigentlich wenig zu erzählen. Unterschied zwischen der Front Drive Unit und der, wieder gut aufgeräumt, wieder super vorbereitet für YouTube, ne? Unterschied zwischen der Front Drive Unit und Back Drive Unit ist zum Beispiel, dass man normalerweise das Gaspedal an den Inverter angeschlossen. Das geht natürlich nur einmal, das heißt, im Endeffekt kann man so sehen, dass die Front Drive Unit der Slave ist und der Master ist im Prinzip die Heck Drive Unit. Genau. Sonst gibt es eigentlich wenig zu erzählen. Ist wassergekühlt, ne? Hier einmal der Inverter wassergekühlt rein raus. Hier ist noch der Ausgang für den Motor und für das Getriebe, die wassergekühlt sind. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. In den nächsten Videos zeigen wir dann auch mal die ganzen Unterschiede zwischen den einzelnen Tesla-Motoren. Ich würde behaupten, das meiste haben wir da. Dann können wir da ein bisschen näher drauf eingehen. Also, wie gesagt, aktiviert die Glocke, abonniert uns, wenn ihr das sehen wollt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Macht's gut!